Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Picher. Warum es gut ist, mal unproduktiv zu sein. Unproduktiv ist für viele Menschen super, weil die genießen das Leben und die haben gar nicht das Problem, dass sie produktiv sein wollen, weil sie ohnehin wissen, es funktioniert auch mit weniger. Gratuliere, die haben schon viel geschafft und für die ist dieses Video nun gar nicht, ja. Das Video, die Kunst, unproduktiv zu sein, ist für diejenigen, die dauernd produktiv sind, die dauernd auf Leistung sind, die dauernd Vollgas geben und die dauernd Burnout gefährdet sind. Und da möchte ich auch gleich einladen, unten in der Videobeschreibung gibt es einen Link zum Webinar Raus aus der Stressfalle. Das heißt, ich muss irgendwann einmal auch locker lassen. Ich kann nicht immer Gas geben. Und für all diejenigen, die dauernd Gas geben, einfach weil sie Gas geben müssen oder weil sie Gas geben wollen, weil sie es gar nicht anders können, so Workaholics oder auch Mütter von mehreren Kindern und so, da ist dauernd was los, da kannst du auch überhaupt nicht runterbremsen, ja. Du bist ständig getaktet und du bist ständig in einer Tretmühle drin, in einem Hamsterrad und die Kunst, unproduktiv zu sein, ist eine echte Kunst, weil du hast es verlernt, einfach mal nur zu sitzen. Oder mal nur zu schauen. Das geht gar nicht, weil entweder schreit dauernd wieder sofort jemand oder es braucht dauernd jemand oder das Telefon läutet oder mir fallen tausend Sachen ein, die ich noch unbedingt bis heute Abend tun muss und wenn ich die nicht tue, gibt's Probleme. Also das heißt, wow, wann kann ich unproduktiv sein? Wann kann ich einfach nur sein? Und das Sein heißt, ich bin und ich denke nicht an morgen, ich denke nicht an gestern, ich bin ganz im Hier und Jetzt, ich atme und das war's. Ich denke auch nicht an was zu essen oder was zu trinken, auch nicht, dass ich aufs Klo muss, das habe ich alles schon erledigt jetzt, ja, und jetzt bin ich einfach. Und dann ist auch Stille, dann ist auch eher Schweigen. Ich will auch gar keine Eindrücke jetzt haben von außen, sondern ich will einfach mal atmen, einatmen, ausatmen und dann kommen natürlich sofort die Gedanken. Und die Gedanken dürfen kommen, aber ich muss den Gedanken nicht sofort nachjagen, ich muss nicht sofort was aufschreiben. Ja. Dann bin ich schon wieder produktiv. Und einfach mal unproduktiv sein heißt, ich mach mal Pause, ich mach mal nix, ich chill mal. Und wenn ich chill, darf die Zeit vergehen und habe ich einfach eine feine Zeit. Ich mache sinnlose Dinge. Ich spiele ein blödsinniges Computerspiel. Ich schaue mir irgendwelche YouTube-Videos an, die ich danach eh wieder vergesse und so weiter. Ja, einfach so. Wenn ich merke, ich bin schon wieder dahinter und muss schon wieder was lernen oder was leisten oder was abhaken oder was erledigen, wieder rausgehen. Drei Dinge, wie Sie gut chillen können. Für all diejenigen, die gut chillen können, ist es eh schon geschafft. Ja. Für diejenigen, die nicht gut chillen können, sich nicht gut entspannen können, ist es erstens wichtig, dass ich mal merke, dass ich überhaupt einmal eine Auszeit brauche. Da ist so als Einsteigerübung ganz gut, einen Mittagsschlaf zu machen. Ja. Weil beim Mittagsschlaf denke ich an nichts, schlafe ich kurz ein, sollte nicht länger als eine halbe Stunde sein und ich bin dann nachher wieder resettet und bin nachher wieder fit. Oder wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme und eigentlich voll geschlaucht bin, hungrig bin und irgendwie so unruhig bin und eigentlich Bewegung bräuchte, kann es auch gut sein, dass ich einfach jetzt mal ganz langsam gehe. Und das auch eine Art von Chillen ist, ja. Ich hätte zwar Lust auf schnell joggen oder schnell Radfahren oder irgendwie ein Workout, weil ich so angespannt bin. Nein, ich gehe ganz bewusst langsam. Und ich lasse auch so diese Gedanken alle auslaufen, ja. Oder ich trinke langsam ein Glas Wasser. Ich trinke bewusst ein Glas Wasser und schmecke auch, wie das Wasser schmeckt. Und nehme für dieses Glas Wasser auch 5 Minuten Zeit. Oder 3 Minuten. Also ich trinke langsam. Ich schütze nicht runter in 10 Sekunden, sondern ich trinke es langsam, schmeck's und komme auch so runter. Also dieser erste Punkt ist ausgleiten lassen, ja. Einfach zu versuchen, mal die Geschwindigkeit zu drosseln. Manche Menschen, die
von der Arbeit, die stressig war, dann nachher in das Familienleben kommen, das dann auch wieder intensiv ist, anders intensiv, nicht unbedingt stressig, aber halt auch fordernd. Die machen dann noch irgendwie einen Spaziergang, ja. Viertelstunde, halbe Stunde, ja. Kommen so runter und kommen dann so in die Familie rein. Oder sie setzen sich irgendwo hin, wo es still ist, ja. Setzen sich in eine Kirche und genießen einfach mal die Stille. Oder sie benutzen den Weg, den Fahrweg noch im Zug oder in der U-Bahn oder im Auto, benutzen diesen Weg vom Beruf nach Hause auch noch, um alles das, was im Beruf noch war, einfach halt hinter sich zu lassen und mit jedem Kilometer, wo sie näher nach Hause kommen und weiter weg sind vom Arbeitsort, kommen sie immer mehr runter und dann kommen sie recht gut gechillt dann schon an. Dann der zweite Punkt, um unproduktiv sein zu dürfen, ist, dass ich es mir leisten kann, dass ich jetzt mal auch nichts mache. Wenn ich es mir nicht leisten kann, weil ich so im Stress bin, muss ich mich fragen, warum kann ich es mir nicht leisten, mal unproduktiv zu sein? Warum muss ich so viel arbeiten? Will ich so viel arbeiten? Muss ich so viel arbeiten? Was ist der Hintergrund, warum ich so viel arbeite? Sich das einfach mal auch zu überlegen. Warum kann ich nicht einfach mal den Abend sitzen und genießen? Will ich überhaupt den Abend genießen oder eh nicht? Will ich eigentlich lieber produktiv sein, weil es mir Spaß macht, produktiv zu sein? Das ist okay, aber um produktiv sein zu können, brauche ich ja mal auch eine Phase, wo ich unproduktiv bin. Um gespannt zu sein, um eine Tension zusammenzukriegen, brauche ich auch eine Phase, wo ich einfach mal loslassen kann. Es ist immer Anspannung, Entspannung. Es ist immer Intensität, Extensität. Es ist immer geben und dann auch wieder nehmen. Es ist immer was halten und dann wieder loslassen. Und dieses Loslassen, das ist eigentlich dieses Unproduktive. Und dabei ist das Unproduktive was sehr Produktives und was sehr Wichtiges, weil das sind die, wo ich mir die Speicher auffülle, wo ich dann nachher wieder Energie und Kraft kriege. Deshalb ist auch das Loslassen was sehr, sehr Wichtiges, weil nur wenn ich was losgelassen habe, habe ich nachher leere Hände, um wieder was nachher empfangen zu können, um wieder was nehmen zu können. Also Sie merken, unproduktiv ist gar nicht so unproduktiv, ist nur produktiv auf eine andere Art. Der dritte Punkt, um unproduktiv sein zu können, ist, dass Sie vielleicht mit jemand anderen gemeinsam unproduktiv sind. Ja? Also, dass Sie gemeinsam fernschauen oder dass Sie gemeinsam sich ein YouTube-Video anschauen, dass Sie gemeinsam spazieren gehen, ohne jetzt großartig sich was vorzunehmen. Sie machen halt Ihre Runde, dass Sie gemeinsam einfach auf einem Parkbankerl sitzen und ohne viel zu reden gemeinsam in dieselbe Richtung schauen. Dass sie einfach das Leben leben. Dass sie das Leben auch an sich ein Stück vorbeiziehen lassen. Und das Leben genießen heißt, ich bin, ich atme, ich freue mich an der Gegenwart des anderen und bin selbstverständlich auch da. Wenn das gelingt, ist total viel gelungen. Unproduktiv sein heißt, nichts machen. Nichts leisten, nichts erwarten. Und nichts ist das Gegenteil von etwas und trotzdem ist das Nichts sehr viel. Das Nichts ist die Leere, die sehr gefüllt sein kann. Die Stille ist nicht der Abwesenheit von Lärm, sondern die Stille kann sehr, sehr gefüllt sein. Die Stille kann sehr beredt sein, die Stille kann sehr dicht sein, die kann sehr energiestärkend sein. Und genauso kann dieses Unproduktive, scheinbar Unproduktive, was sehr Kostbares werden. Ne? Ich selber versuche jeden Tag eine Stunde Stille zu haben, unproduktiv da zu sitzen und nichts zu machen. Und alle Gedanken, die kommen, die gehen wie durch. Ja? Die dürfen wieder im Unbewussten verschwinden. Ich halte keine Gedanken fest. Ich schreibe mir nichts auf. Ich bin einfach nur da. Und ich bin nachher immer sehr gestärkt. Ich bin nachher sehr ausgeruht und ich bin nachher sehr wach. Obwohl ich nichts gemacht habe. Aber dieses Nichts ist sehr viel. Und wenn ich nicht jeden Tag diese Stunde Stille hab, dann fehlt mir das.
oft ist der Tag dann bei mir so dicht, dass es nur am Tagesrand geht, entweder gleich in der Früh noch oder am Abend oder mal in der Mittagszeit. Also das geht auch ganz gut. Aber eigentlich ist das allerbeste Moment in der Früh, wenn es jetzt schon früh hell ist im Sommer, da einfach sich in die Natur setzen, wo noch wenig los ist, wo noch wenig Menschen unterwegs sind und die Vögel zwitschern und der Wind rauscht, Blätter rauschen. Am liebsten sitze ich in der Nähe von einem Bach, wo dann auch noch der Bach plätschert. Das ist alles super unproduktiv, aber so erfüllend, ja, und so stärkend. Wenn ich in der Großstadt bin und ich höre das Rauschen von den Autos, die eben so regelmäßig vorbeifahren, ist auch etwas Entspannendes drin. Ja? Hat auch was Beruhigendes. Und wenn ich mal in den Bergen bin, wo es wirklich ganz still ist, ganz am Abend, und ich sehe den Sternenhimmel und es ist ganz, ganz still, auch keine Vögel mehr und nichts, dann ist es auch ein ganz anderes Gefühl der Unproduktivität. Nur schauen. Und da auch jetzt nicht irgendwelche Sternbilder erkennen können oder so, oder irgendwas erkennen, ob da ein Tier in der Ferne ist, gar nichts. Die Reize kommen, ich nehme Dinge wahr und sie gehen wieder durch und gehen wieder weg. Das ist eine produktive Form der Unproduktivität. Und sie brauchen unproduktive Phasen, um nachher wieder Kraft zu haben. Die unproduktivste Phase, die wir Menschen alle haben, Gott sei Dank, ist der Schlaf. Ohne Schlaf geht's nicht. Und der Schlaf ist die Chance, das muss wieder regenerieren, um nachher wieder Kraft zu haben für den nächsten Tag. Und in den Träumen arbeitet unser Unbewusstes das auf und sortiert das ein, was alles noch unaufgearbeitet ist. Und so ähnlich ist bei dieser Stunde Stille, wo wir unproduktiv sind, da ordnet sich das Unbewusste auch, ohne dass ich bewusst was ordne. Und ich brauche mir gar nichts aufschreiben. Das, was dann wirklich wichtig ist, fällt mir nachher sowieso sofort ein und ist dann so präsent, dass ich es in Ruhe arbeiten kann. Und ich habe es schon wie vorsortiert in dieser eine Stunde unproduktiven Stille, dass ich da schon wie einen Plan habe, ohne dass ich mir den Plan bewusst zurechtgelegt habe. Das macht das Unbewusste schon für mich. Und ich werde innerlich stärker. Und übrigens, diese eine Stunde unproduktive Zeit ist sogar eine Phase, wo die freien Radikale, die im Körper ja ständig auch gebildet werden und die durch eine ungesunde Lebensweise, durch oxidativen und nitrosativen Stress, kann ich jetzt nicht näher ausführen, noch mehr gebildet werden, dann umso besser dann auch wieder beruhigt werden. Das heißt, freie Radikale werden gebunden durch Entstressung, durch innere Beruhigung. Freue mich, wenn Sie sich diese Stunde Stille nehmen können. Wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie immer wieder unproduktiv.